Alola und guten Mittag. An der Alola Leipzig-Küste um 12 Uhr würde jetzt normalerweise die Mutter die Kinder rufen. Leute, Mittagessen. Nee, Essen steht auf Tisch. Wenn die Schmacht haben und hier eben kommen wollen, ernten, wa? So. Aber wir haben Hunger auf den Inhalt dieser Post von, ich habe vorhin schon gesagt, vom Kevin aus Offenburg. Und ich denke, wenn es sich um den Namen Kevin handelt, dann sollte da schon ein Schatz drin sein oder halt etwas ganz Besonderes. Und ich sehe jetzt schon wieder, wie ich mit meiner Pokémon-Schere auf jeden Fall eine schwere Aufgabe habe. Die wir dann doch meistern konnten. So, Pokémon-Schere zurück. Und dann haben wir hier ganz viel Kunststoff. Ihr könnt sehen, wunderschön. So, was haben wir hier? Okay. Okay. Ganz viel Pupsfolie wieder. Wie wahrscheinlich. Ich habe noch so viel Folie liegen. Die werden so in den Kunststoff wandern. Einmal die Booster hier rausgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, um was es sich für Booster handelt. Ich habe den ersten Booster jetzt gesehen. Das hilft mir bei meinem Gedächtnis mit 33 Jahren aber auch nicht weiter. Genau. Und zwar machen wir das Ganze so wie die anderen Booster auch. Wir haben ja ein komplettes Booster-Set Artwork. Das ist dann das Giveaway. Hier kann man ja schon sehen, ich habe es ja schon gesagt. Ein Trick-and-Trade-Booster, den wir gleich zusammen aufmachen. Weil ich habe da noch so viele liegen für das eigentliche extra Trick-and-Trade Master-Set-Opening. Dass wir den jetzt aufmachen können. Und wir starten mit dem ersten Booster vom guten Kevin. Und haben dort auch Heart Gold Soul Silver entfesselt. Ich hatte mich hier gerade schon mal. Ne? Das heißt, ich hoffe, dieses Set geht auf jeden Fall steil. Weil dann müsste ich es jetzt ja nochmal komplett hier mit haben, oder? Da haben wir den nächsten. Heart Gold Soul Silver entfesselt. Da haben wir My Lovely Pokémon X-Bart. Und wir haben nochmal Entei. Dann denke ich, dass Raikou, Suicune und Entei auf jeden Fall in den Binder wandern werden. Ich muss nicht schauen, wie ich das mache, weil ich eigentlich nur jeden Booster einmal drin haben möchte. Und das wir bei X-Bart benutzen, um X-Bart, wie ich es vorhin dachte, und Dragoran in meinen, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, in meinen Pokémon, die extra angefertigten. Nein, das sind fertig gekauft. Ich habe natürlich mein Pokémon nicht draufgeklebt. Um das Ganze so ein bisschen individualisieren, denke ich, können wir so meine Lovely Pokémon auf jeden Fall in den Vordergrund rücken. Wenn ihr das sehen wollt, wie wir das Ganze in den Binder packen und ich diese Dinge ausgepackt habe nachher, dann schaltet wieder ein, abonniert gerne. Ich denke, um 15 Uhr starten wir das Ganze mal. Was für ein längeres Video. Ich denke, um 15 Uhr zur Teezeit. Ne, Bitatee, der Löpterlog. Drum, Leute, abonniert gerne, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder zur Teezeit, 15 Uhr. Come on and catch it all. Euer Pokémon, let's go.